Hallo, Fabian von Crypto Circle hier. Heute möchte ich über Monaco reden. Das ist ein ERC-20 Token und ein Projekt, von dem ich vollkommen überzeugt bin und viel wichtiger, wo ich noch eine extrem gute Investmentmöglichkeit im Moment sehe. Ganz kurz noch, bevor wir uns die Monaco-Webseite und auch das White Paper anschauen und analysieren werden, noch in Kürze, was Monaco denn überhaupt ist. Monaco ist im Prinzip eine Kreditkarte. Diese Kreditkarte ist vollkommen gebührenfrei. Auch der Versand der Kreditkarte und die Bestellung, das wird alles gebührenfrei sein und, wie Monaco verspricht, auch in alle Ewigkeit bleiben. Das ist natürlich super. Es wird auch versprochen, dass man sehr billig Geld auch im Ausland abheben kann mit dieser Kreditkarte. Das heißt, je nachdem, mit wem man vergleicht, 5 bis 8% billiger. Das ist natürlich auch ein Wort. Zusätzlich gibt es ein tolles Reward-Programm für die Benutzung dieser Karte, ähnlich wie Payback, sagen wir mal. Und ja, ich denke, wir gehen jetzt gleich ins White Paper und auf die Webseite. Dann wird auch klar, warum ich Monaco im Moment als eins meiner Top-Investments unter 10 Euro empfohlen habe. Gehen wir doch mit einem Blick auf die Monaco-Webseite. Das halte ich immer für einen guten Einstiegspunkt. Da sieht man ja auch, wie das Projekt sich selbst darstellt. Ja, wir sehen erstmal, es ist eben eine Kreditkarte. Hier wird nochmal gesagt, das ist immer ansonsten so weiter. Es gibt auch schon die entsprechenden Apps für iPhone und Android. Bei diesen kann man sich schon für eine Karte als Interessent voranmelden und kommt da in eine Warteschlange. Es ist nämlich im Moment so, dass das Ganze kurz vor dem Launch steht. Das sehen wir dann später in der Roadmap. Ja, die hier vorgestellten Vorteile sind natürlich einfach die einer normalen Kreditkarte, mit Ausnahme eben, und das ist das Besondere, dass man hier Kryptowährung im Endeffekt ausgibt. Man kann entweder natürlich die Monaco Tokens ausgeben, als auch eine große Reihe an anderer Tokens, also Bitcoin, Ethereum und so weiter und so fort. Monaco hat sich auch zum Ziel gesetzt, ein möglichst breites Spektrum an Kryptowährungen eben mit der Zeit zu unterstützen, dass die Karte für jeden wirklich auch benutzbar ist. Da wir im Moment noch so weit am Anfang sind, kann man eben noch, was hier als Premium Metal Cards, das ist so eine Art Pre-Order-Bonus, wenn man so will, aktuell bekommen. Ich vermute, später wird es nur noch diese blaue Monaco-Karte geben, die normale Plastik-Kreditkarte, wenn man so will. Im Moment kann man eben, wenn man Tokens entsprechend hält von Monaco, diese Karten bekommen. 50.000 Monaco-Tokens. Monaco-Token ist im Moment dieses Videos irgendwo zwischen 8 und 9 Euro. Da reden wir also über richtig Geld, werden die meisten hier nicht machen wollen. Da kriegt man dann diese super Karte, ist aber auch nur eine von 999. Der einzige Vorteil ist eigentlich hier diese Reiseversicherung und hohe Limits beim Abheben. Denn wir sehen, diese sinken dann eben, die Limits. Für die nächste Stufe der Karten braucht man noch 500 Monaco. Was ich für attraktiv halte, ist die Ruby-Stil-Karte, 50 Monaco, das sind 400 bis 500 Euro. Und sie bietet eben noch hier diesen großen Vorteil, nämlich 0,75% Cashback. Was heißt das? Nun ja, es ist eben so, ich bekomme dann bei jeder Benutzung der Karte 0,75% der Buchungssumme in Monaco-Tokens gutgeschrieben. Die Monaco-Tokens sind natürlich gut, denn ich habe hier das Potenzial auf eine. Und dann gibt es noch hier die Standardkarte. Dafür braucht man eben keine Monaco. Die Karte ist auch umsonst und das ist dann wirklich, wenn man eine Kreditkarte möchte, die einfach dazu dient, seine Kryptowährungen bequem ausgeben zu können. Ja, in jedem Geschäft, das im Endeffekt Kreditkarten akzeptiert, so das Ziel, dann auch diese Monaco-Karte einsetzen zu können, das ist natürlich super. Ja, auf technischer Seite ist noch wichtig, dass Monaco auf der Ethereum-Blockchain basiert. Ethereum, ich weiß nicht, inwiefern das bekannt ist, ist die Blockchain, die im Moment die meisten Transaktionen abwickelt. Also Ethereum wickelt ein Vielfaches der Transaktionen von Bitcoin ab, hat dabei immer noch deutlich niedrigere Gebühren, wobei es jetzt auch bei Ethereum langsam zu Problemen kommt. Das ist eben aufgrund der vielen ICOs, die auf Ethereum basieren und ihre Transaktionen dann auch darüber abwickeln, wie eben Monaco. Mit den kommenden Updates zu Ethereum, in erster Linie jetzt erstmal Metropolis, werden diese Probleme aber angegangen. Ja, beim Blick ins White Paper
können wir ja direkt nochmal hier die Core Features, die wichtigsten Features, die das Team vorgestellt hat, anschauen. Wir sehen also erstmal Ethereum und Bitcoin unterstützt. Man profitiert bis zum gewissen Limit, je nach Karte, das haben wir eben gerade gesehen, von Interbank-Wechselkursen. Das ist natürlich sehr, sehr vorteilhaft, das kriegt man kaum wo. Zu Beginn unterstützt Monaco 23 Währungen und man kann in 120 Länder kostenlos Geld überweisen. Das ist natürlich auch ein Wort. Vor allen Dingen, das ist wirklich, wie hier nochmal beworben und nochmal betont, umsonst und in Echtzeit ist. Natürlich stellt Monaco auch viele Use Cases vor. Das sind aber typischerweise Szenarios, die wir auch von normalen Kreditkarten kennen. Ich meine, wir alle benutzen Kreditkarten wahrscheinlich gerne im Ausland oder beim Online-Shopping. Allerdings gibt es auch ein Feature, das jetzt zum Beispiel gerade PayPal auch mit Fernsehwerbung bewirbt, nämlich die Möglichkeit, eine Rechnung zu teilen über eben das Monaco-App. Das ist, finde ich, eine sehr nette Sache, zeigt auch, dass Monaco eben durchaus aktuelle Markttrends im Auge hat. Interessant sind auch die Projektionen, die Monaco hier anstellt, eben ihr Businessplan. Wir schauen uns nur mal den konservativen an, denn das ist, denke ich, der, den man typischerweise betrachten sollte. Und wir sehen, dass Monaco eben davon ausgeht, nach 5 Jahren 3 Millionen Nutzer zu haben. Ich denke, das ist nicht sonderlich viel und dadurch auch realistisch. Und interessant ist natürlich auch, dass Monaco damit rechnet, nach 5 Jahren 10 Milliarden Dollar Jahresumsatz zu machen. Eine ganz interessante Funktion, die natürlich den zukünftigen Wert des Monaco-Tokens sichern soll, ist eben hier die Möglichkeit, diese Tokens einzulösen und dabei aber auch zu vernichten. Hier Redeem and Burn genannt. Die Tokens erhalte ich ja eben zum Beispiel diese 0,75% durch Benutzung mit einer Karte oder ich habe die eben und kann sie wieder in Ethereum umtauschen zu jeder Zeit. Wie das Ganze sich berechnet, ist dann hier schön erklärt. Typischerweise sinkt dadurch jetzt aber, wenn Leute eben diese Möglichkeiten in Anspruch nehmen, natürlich der Wert der verbleibenden Monaco-Tokens. Und das ist ein sehr interessanter Weg, sage ich mal, die zukünftige Werthaltigkeit dieses Tokens sicherzustellen. Zuletzt sollten wir vielleicht noch kurz einen Blick auf die Roadmap werfen. Die Roadmap zeigt uns eben, was bisher gelaufen ist. Der Token Sale war im Mai. Im Moment, seit letztem Monat, kann man sich eben für die Karten registrieren. Und die nächsten Änderungen werden sein. Ab September werden Karten genehmigt. Das heißt, man muss die Bedingungen erfüllen. Der Prozess läuft aktuell noch nicht. Also denke ich, es wird Ende September sein. Und im Oktober werden dann die ersten Nutzer ihre Monaco-Kreditkarten erhalten. Und auch noch fürs 4. Quartal ist eben der europäische Rollout mit 30 Ländern zu erwarten. Auch spannend werden natürlich noch die beiden neuen, noch nicht bekannten Features, die die Karte haben wird, die entscheidend für den Kundenzuwachs sein sollen. Da kann es sich um A, weitere Treueprogramme handeln oder um B, sage ich mal, Kooperationen mit Banken. Das wären so meine ersten Gedanken. Spannend wird es dann auch nochmal im Januar 2018, denn wenn Monaco Zahlen offenlegt, wird das natürlich für alle Investoren ein starkes Signal sein. Wir kennen das von Aktien an der Börse, da werden Quartalszahlen auch immer erwartet. Und hier besteht natürlich das Potenzial, dass wenn man sieht, das Geschäftsmodell ja wird transparent offengelegt und man sieht, ob es funktioniert, das kann zum enormen Kursanstieg führen. Oder eben auch genau zum Gegenteil. Ich bin aber momentan, muss ich sagen, sehr optimistisch. Zu guter Letzt schauen wir dann vielleicht nochmal bei CoinMarketCap rein. Dort gibt es Monaco natürlich auch. Wir sehen im Moment ist Monaco nur auf Rang 63 mit einer Marktkapitalisierung von 80 Millionen Dollar. Es gibt 10 Millionen freihandelbare Tokens. Insgesamt gibt es aber 30 Millionen. Die sind im Moment eben für diverse Dinge, wie im White Paper vorgestellt, reserviert, liegen also bei Monaco selbst, sind nicht frei handelbar. Ja, wir sehen, vor der großen China-Panik lag der Monaco-Kurs schon mal knapp unter 25 US-Dollar, ist jetzt runter auf unter 9. Ich rechne nicht damit, denn wir sehen, dass er sich eben hier auf diesem Niveau jetzt über Tage stabilisiert hat, trotz schlechter Nachrichten. Es gab noch keinen Breakout nach oben. Ich denke, es wird aber auch keinen Fall nach unten mehr geben. Also zu diesem Niveau, 3 Dollar, werden wir Monaco wahrscheinlich nicht mehr kaufen können. Das heißt, wer jetzt einsteigen will, ich würde sagen, es ist eine gute Gelegenheit.
Deswegen vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, was denn jetzt für ein Investment in Monaco zu diesem Zeitpunkt spricht. Da wäre erstens die niedrige Marktkapitalisierung von nur 80 Millionen Euro. Wenn wir das zum Beispiel mal vergleichen mit Mastercard oder Visa, was nun die beiden global etablierten Unternehmen sind, die solche Kreditkartenleistungen abwickeln, dann haben die eine Marktkapitalisierung von 120 Milliarden bzw. 159 Milliarden Euro. Also selbst wenn Monaco nur ein Hundertstel dieser Marktkapitalisierung erreichen würde, würde sich der Wert des Tokens schon mehr als verzehnfachen. Das ist natürlich ein sehr kruder Vergleich, wenn immer dran denken, bei Tokens handelt es sich nicht um Aktien, soll aber einfach zeigen, was für ein Potenzial eben in dieser Abwicklung von Kreditkartentransaktionen steckt. Und ich denke, die Monaco-Karte hat aus den schon im Video genannten Gründen keine schlechten Chancen, sich durchzusetzen. Ja? Sie ist vollkommen kostenlos, man bezahlt nicht mal was für den Versand, man muss kein Konto damit einhergehend eröffnen, nichts, man ist nicht an eine Bank gebunden und man kommt sogar noch in dieses Reward-Programm rein, wenn man eben Monaco-Tokens hält, 50 Stück. Ansonsten tolle, auch kostenlos nutzbare Kreditkarte einfach, mit der man Tokens ausgeben kann. Das ist ja auch so ein Kernding. Was wird Kryptowährung voranbringen? Naja, dass man sie wirklich als Währung benutzen kann. Das heißt, unkompliziert und überall im Alltag ausgeben. Und da ist Monaco natürlich auch ein klarer Schritt in die richtige Richtung. Und zu guter Letzt steht jetzt eben im letzten Quartal diesen Jahres der Launch, also das wirkliche Versenden dieser Kreditkarten auch zuerst in Asien, später dann in Europa bevor. Das heißt, das Produkt wird tatsächlich nutzbar. Jetzt geht es erst richtig los, viele Jahre schon nach dem ICO. Und das heißt, dass es da jetzt schon ein bisschen Hype geben kann. Ich denke, Monaco wird auch probieren, diesen Launch groß zu vermarkten. Das heißt, es kann selbst sogar kurzfristig hier jetzt dann zu einer starken Wertsteigerung kommen. Und dann, wie schon gesagt, nochmal im Januar, wenn eben das erste Mal Quartalszahlen seitens Monaco veröffentlicht werden. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen. Wenn dem so ist, abonniere doch bitte meinen Channel, like das Video und teile es vielleicht auch mit Freunden und Bekannten, die entweder schon an Kryptos interessiert sind oder es unbedingt sein sollten. Bis zum nächsten Mal.